Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Forum Verkehr. Hand aufs Herz. Können Sie sich vorstellen, ein Leben ohne Auto zu führen? Keine Sorge, es kann Ihnen trotzdem jederzeit ein Auto bereitstehen. Carsharing macht es möglich, eine zunehmende Art der Mobilität. Aber was ist eigentlich Carsharing? Wie funktioniert es? Und ist Carsharing die Lösung für zunehmende Park- und Klimaschutzproblematiken? Das ist heute unser Thema. Zu diesem Thema spreche ich mit Klaus Göckler, dem Geschäftsführer von Gambio, mit Herrn Dr. Norbert Corallus, dem Leiter des Fachdienstes Verkehrsplanung bei der Stadt Oldenburg, und Herrn Jens Schumann, Geschäftsführer von Open Knowledge, langjähriger Carsharing-Kunde. Sie sind auch zu unserer Runde dazugekommen. Meine Herren, herzlich willkommen. Lassen Sie uns am besten gleich in das Thema hineinkommen, um mal so versuchen, der Frage näher zu kommen. Was ist eigentlich Carsharing? Carsharing ist übersetzt einfach Autoteilen. Das heißt, okay, nicht jeder Mensch oder jede Familie hat ein oder zwei oder drei Autos, sondern mehrere Menschen teilen sich ein oder mehrere Autos. Da gibt es aber auch verschiedene Arten von Carsharing. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden, denn sowohl in der Geschichte als auch in der Nutzung unterscheiden sie sich stark. Okay. Ende der 80er Jahre wurde das Carsharing als Autoteilen, als sogenanntes stationsbasiertes Autoteilen gestartet in Berlin. Und dort sind über die Stadt verteilt an bestimmten Stationen Fahrzeuge, die können sich Kunden oder Firmen teilen, die nutzen sie gemeinsam. Die zweite Art des Carsharings ist das sogenannte Free-Floating. Da stehen Autos in der Stadt verteilt, die kann man per App orten und man stellt sie in einem bestimmten Geschäftsgebiet an verschiedenen Stellen auch wieder ab. Das heißt, die kann man auch von einem Punkt zum anderen dort wieder abgeben, anders als beim Stationsbasieren. Brauche ich nicht zurückgeben zur jeweiligen Station. Genau. Mhm. Und das dritte Art des Carsharings, das ist das, wo nicht ein Unternehmen oder ein Verein die Fahrzeuge zur Verfügung stellt, sondern das sogenannte private Carsharing oder neudeutsch heißt es dann Peer-to-Peer. Okay. Dort kann man über eine App, kann jeder, der ein Auto hat, sagen, ich brauche mein Auto in dieser Woche nicht, und dann können andere Menschen sich dieses Auto mieten, dann wird die Übergabe entweder persönlich oder sogar auch schon per technischer App-Öffnung passieren. Das heißt, diese drei Arten Carsharing müssen wir im Blick haben. Okay. Und Sie sind ja, Herr Göckler, Geschäftsführer von Cambio Oldenburg. Was ist eigentlich Cambio? Cambio ist vom Namen her, vielleicht starten wir so, das heißt in den romanischen Sprachen eigentlich Wechsel. Cambio delle Marce ist der Gangwechsel in Italienisch zum Beispiel. Und die Gründungsväter von Cambio wollten eine Veränderung des Verkehrsverhaltens, Mobilität verändern, ein Wechsel vom eigenen Auto, Privat- oder Firmenauto, hin zu dem geteilten Auto, zum Carsharing. Und das ist historisch gesehen, es waren Pioniere aus Bremen, die 1990 gestartet sind, und aus Köln und aus Aachen, die haben eine gemeinsame Holding gegründet, das war 2000, und die haben sie eben Cambio genannt, und die sind Systemdienstleister, die einem Anbieter, wie wir jetzt hier in Oldenburg sind, alles zur Hand geben, was ein Carsharing-Unternehmen braucht. Okay. So, und jetzt, was ist Cambio Oldenburg? Oldenburg sind die auch schon 1992 die ersten Carsharing-Autos gestartet, und zwar damals durch einen Verein. Stadtteilauto. Also vor 27 Jahren. Ja, das ist schon ziemlich lang in Oldenburg. Es ist nicht überall und nicht jedem so bekannt. Und nach 10 Jahren ehrenamtlichen Engagements hat man gemerkt, die waren auf 11 Autos und 200 Kunden gestiegen, aber da war das ehrenamtliche Engagement irgendwann auch ein bisschen leer. Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt die Möglichkeit, entweder wir müssen möglicherweise es einstellen oder wir heben es auf eine professionellere Basis. Okay. Und da haben sie eine GmbH gegründet, das heißt, viele Vereinsmitglieder haben diese GmbH gegründet, haben den Dienstleistungsanbieter aus Bremen, Cambio, mit dazu genommen. Und ich habe damals für diese Holding gearbeitet in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und habe gedacht, ja, das wäre für mich interessant, weil meine Frau in der Nähe hier gewohnt hat. Und habe ich gesagt, okay, da kann ich von Bremen in Oldenburg einen Tag die Woche anfangen. So, und Cambio, welche Art des Carsharings bieten Sie denn an?
Free Floating, stationsbasiert oder was machen Sie? Also wir sind klassische stationsbasierte Carsharing-Anbieter. Das heißt, in Oldenburg haben wir derzeit 21 Stationen, wo unsere 57 Fahrzeuge stehen. Okay, und da kann ich als Interessent einfach so hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt für den nächsten Tag so ein Auto für mich reservieren. Einfach so ist fast genauso. Es ist einmal wie ein Öffnen eines Kontos bei der Bank. Das heißt, einen Rahmenvertrag abschließen, Sie bekommen eine Chipkarte von uns und dann werden Sie 1 bis 2 Tage danach freigeschaltet. Ab dem Moment können Sie wann immer buchen, per Internet oder per App oder per Telefon und sagen, ich brauche entweder jetzt für eine Stunde oder ich buche mir für meinen Urlaub in 5 Monaten das Auto, damit ich dann auch sicher weiß, diese 2 oder 3 Wochen habe ich das Auto. Okay. Das können wir uns gleich mal angucken, denn da haben wir, als ich Sie besuchte, so einen kleinen Film gedreht. Aber vorher noch mal die Frage an Sie, Herr Dr. Corallos. Carsharing-Stationen nehmen ja Parkplätze weg. Und Bürger der Stadt Oldenburg suchen ja häufig mal Parkplätze. Allenthalben klagt man über zu wenig Parkplätze. Nun nehmen die Parkplätze weg. Für diejenigen, die samstags, freitags oder irgendeinem Tag einkaufen wollen. Wie gehen Sie damit um als Chef der Verkehrsplanung? Das ist tatsächlich so und das ist auch wieder immer wieder Thema. Wenn neue Stationen eröffnet werden, dann kommt immer wieder dieses Argument, da werden ja Parkplätze weggenommen oder reserviert für eine exklusive Nutzung. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass ein Carsharing-Auto auch private Pkw eben ersetzt. Das sind je nach Lesart, in Oldenburg meine ich, ist 13 die richtige Zahl. In Bremen hat man festgestellt, dass es eventuell noch mehr sind, also vielleicht 17 Fahrzeuge, die tatsächlich ersetzt werden, weil eben ein großer Anteil der Carsharing-Kunden, so um die 80%, über keinen eigenen Pkw im Haushalt verfügt. Okay. Das heißt, die Entscheidung wird mir ja viel leichter gemacht, wenn ich überlege, ob ich ein eigenes Fahrzeug brauche, was ja nur sehr eingeschränkt genutzt wird. Fahrzeuge, die diesen Namen ja eigentlich zu Unrecht tragen, stehen ja ungefähr 80, 90, 95% des Tages eher als ruhender Verkehr herum, als dass sie denn bewegt würden. Und Carsharing macht natürlich die Entscheidung auch viel leichter, dann auf ein privates Pkw zu verzichten. Und das führt natürlich auch zu einer erheblichen Entlastung dieser Situation. Okay, das gibt den Sinn. Da hätte ich noch einen Punkt. Wir haben als Cambio Oldenburg mitgemacht in einer bundesweiten Studie des Bundesverbandes Carsharing. In einem sogenannten Best-Practice-Versuch. Das heißt also, der Bundesverband hat Orte gesucht, wo schon sehr lange Carsharing existiert. Und also das heißt, verlässlich wahrgenommen wird und sich etabliert hat. Und da war Oldenburg eine der kleineren Städte. Und da haben wir selbst gemerkt, dass in diesen Bereichen, die Post-Oldenburger Postleitzahlen 26121 bis 123, in diesen Bereichen ersetzt ein Carsharing-Fahrzeug sogar 18 Fahrzeuge, die entweder abgeschafft oder nicht angeschafft werden, weil es Carsharing gibt. Das heißt, dass die Entlastungswirkung in diesen Bereichen, die natürlich vom Parkdruck besonders belastet sind, aber auch wo das Carsharing seit 25 Jahren existiert, dort ist auch noch diese sogenannte Ersetz- oder Abschafferquote besonders hoch. Und da können wir uns auch mit den großen Städten messen, die dann noch mehr Parkdruck wie Köln oder Berlin haben. Oh, ist interessant. Nun kommen wir zu Ihnen, Herr Schumann. Was ist in Ihnen denn vorgegangen, als Sie irgendwann mal gesagt haben, eher kein eigenes Auto, dafür mehr Carsharing? Ich kann das aus zwei Richtungen beantworten. Einmal privat natürlich und gleichzeitig bin ich heute hier als der Unternehmer. Und für uns als Unternehmen ist es so, dass wir an sich im deutschsprachigen Raum arbeiten. Wir sind ganz viel, können wir von Büro aus arbeiten, wir sind ganz viel auch im deutschsprachigen Raum unterwegs mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dann hat man natürlich ganz gern mal noch die letzten Kilometer. Und gerade hier für Oldenburg, für die Region, wenn wir Kunden besuchen, mit denen man halt regelmäßig auch im Kontakt sein muss, dann braucht man am Ende doch ein Auto. Und dann kann man jetzt entweder sagen, ganz klassisch, es gibt Firmenwagen, die das einfach zulassen. Fairerweise muss man sagen, dass in so einer Branche wie bei uns im IT-Bereich mit sehr vielen jungen Mitarbeitern Autos an sich ganz, ganz wenig Stellenwert heute haben. Also privat hat durchaus keiner mehr einen Wagen. Vielleicht, wenn er ins Umland dann zieht mit Familie, dann ist das vielleicht ein Auto, was man wieder anschafft. Aber hat man dann ein Auto oder zwei Autos? Das heißt also, wir sind in dem
in der Situation gefangen, wo man sagt, wir brauchen Mobilität, wir bräuchten eigentlich ein Fahrzeug, aber lohnt sich dafür ein Firmenwagen? Und der lohnt sich natürlich definitiv gar nicht. Okay. Mal so ein bisschen auch bei Ihnen so Hand aufs Herz. Als Unternehmer denkt man ja auch betriebswirtschaftlich. Ist für Sie die Kostenfrage entscheidend gewesen, dass Sie gesagt haben, Carsharing? Und Zusatzfrage, haben Sie mal berechnet, wenn Sie nicht Carsharing nutzen, wie viele Firmenwagen Sie haben müssen? Wir haben tatsächlich das Problem, dass wir noch mehr Standzeiten hätten. Also wir haben punktuell mal ein paar Stunden, wo wir ein Auto benötigen. Okay. Und den einzigen Benefit, den man ansonsten als Unternehmen sonst so hat, ist, dass man seinen Mitarbeitern vielleicht einen Benefit geben kann und sagen kann, da gibt es einen Firmenwagen und den kannst du halt auch noch mehr benutzen. Klar. Und das gibt es für uns gar nicht im Unternehmen. Also das gibt es halt überhaupt gar nicht als Anforderung. Und gleichzeitig wissen wir alle, auch hier in Oldenburg sind ganz viele mit dem Fahrrad unterwegs. Ich müsste dann auch sagen, wenn du einen Kunden so ein kleines bisschen im Umland hier besuchst, dann kommt er mit einem privaten Auto hier rein, wo jemand sagt, normalerweise fahre ich immer im Fahrrad. Ja. Und das sind halt alles so Dinge, wo man ganz klar sagen kann, natürlich haben wir eine Kostensituation, natürlich haben wir aber auch die Situation, dass Autos in unserem Umfeld eine ganz geringe Rolle spielen. Und klar, also das Modell für uns ist natürlich sehr spannend, so wie es jetzt auch Cambio anbietet, dass wir an sich eine sehr geringe Grundpauschale bezahlen beziehungsweise sehr geringe Kosten haben, wenn eben gar nichts genutzt wird. Und wenn wir halt morgen wissen, wir müssen zu einem 2-Stunden-Termin irgendwo hinfahren, dann kostet uns halt die Strecke etwas und die Abwicklung ist viel, viel einfacher. Und deswegen ist das sehr entspannt für uns. Und damit für Sie rentabilitätsmäßig erheblich besser? Ganz, ganz klar, ja. Okay. Jetzt wollen wir uns mal angucken, wie komme ich denn an so ein Auto heran? Denn das klingt ja so ein bisschen zauberartig. Wollen wir mal gucken, wie das so geht? Und das haben wir ja mal getestet, Herr Göckler, als ich bei Ihnen war. Und das wollen wir uns jetzt mal in dem Filmbeispiel noch mal anschauen. Guten Tag, Herr Göckler. Schönen Dank erstmal für den Gesprächstermin, den Sie mir heute gegeben haben. Ich bin heute zu Ihnen gekommen, weil ich gehört habe, Cambio, kannst du Auto per Carsharing mieten? Ich habe zwar ein eigenes Auto, aber vielleicht bin ich ja bereit, das Auto abzugeben und mich nur auf Carsharing einzulassen, wenn es denn mir gefällt. Und heute will ich von Ihnen mal wissen, wie funktioniert das? Wie komme ich an so ein Auto heran? Also, das ist wie ein Eröffnen eines Bankkontos. Einmal einen Vertrag. Sie würden uns Personalausweis und Führerschein vorbeibringen, damit wir auch sehen, dass Sie im Besitz sind. Und Sie erhalten von uns eine Karte. Und 1 bis 2 Arbeitstage danach werden Sie freigeschaltet und ab dem Moment können Sie wann immer buchen und fahren. Das heißt, wenn ich jetzt den Wunsch hätte, gleich heute das Auto zu haben, das geht oder geht es nicht? Leider nicht so schnell, aber danach können Sie sozusagen das frei machen. So, und wenn ich jetzt alles ausgefüllt habe, Sie mir diese Karte gegeben haben, dann stehe ich damit her. Wie finde ich denn nun mein Auto und wie komme ich dahinter, was für ein Auto denn auf mich wartet? Ja, wir haben ja unterschiedliche Stationen und verschiedene Fahrzeuge. Sie sagen entweder per App oder telefonisch oder im Internet, welches Fahrzeug Sie wünschen, zu welcher Uhrzeit. Bis zu welcher Uhrzeit und von welcher Station. Wenn ein Fahrzeug von diesem Typ zu dieser Uhrzeit frei ist, dann wird sofort bestätigt und sonst werden Alternativen angeboten. Ob Sie sagen, okay, ich bin auch bereit, ein größeres Fahrzeug zu nehmen oder von einer Nachbarstation oder ich bin zeitlich flexibel und sage, damit ich meine Wunschstation und mein Wunschauto habe, kann ich auch 1 oder 2 Stunden später starten. Herr Göckler, nun haben Sie mir ja schon einiges erzählt, aber wo finde ich denn das Auto und wo kann ich das denn wieder abstellen? Gibt es nur eine Station in der Stadt Oldenburg oder 2 oder 3? Es gibt ein paar mehr. Wir haben im Moment 21 Stationen und ich kann Ihnen das zeigen. Da können Sie sich sehen, ob das bei Ihnen wohnortnah ist. Wir sind vor allem in der Innenstadt am stärksten. In den letzten Jahren sind wir aber auch nach außen gegangen und hoffen in diesem Jahr sogar noch 3 oder 4 Stationen dazu zu bringen. Karte. Okay. Und hier ist das Lesefeld. Sie hatten eine Karte davor. Es springt von Rot auf Grün und Sie haben gerade schon die Zentralfrequenz gehört. Das heißt, das Auto ist jetzt offen. Aha. So. Und dann können wir gleich zusammen uns ansehen, wie der Bordcomputer. Immer auf die andere Seite. Herr Göckler, jetzt sitzen wir in dem Auto, was Sie ja netterweise für mich jetzt vorgesehen haben. Aber von alleine fährt das ja nicht. Wie komme ich jetzt an den Autoschlüssel heran? Dann schlage ich mal vor, dass Sie das Handschuhfach aufmachen. Okay. So. Ah, da liegt etwas. Okay. Genau. Das ist der Bordcomputer. Da geben Sie die Geheimzahl ein
und können danach den Schlüssel entnehmen. Dann ist auch die Wegfahrsperre frei. Aha. Oh. Schlüssel entnehmen, sagt er. Okay. Und jetzt haben Sie einen Autoschlüssel dran. Und jetzt kann ich starten, jetzt kann es also losgehen. Genau. Und das finden Sie auch den Schlüssel für den Klappbügel. Okay, den muss, den muss ich wieder nach oben ziehen. Ja. Herr Göckler, nun fahren wir ja los. Das war ja bisher alles ganz entspannt. Und gut finde ich ja, durch den Bügel, den wir da wieder aktiviert haben, finde ich ja mal Parkplatz genau wieder, wenn ich zurückkomme, ohne dass ich mir irgendwelche Sorgen zu machen habe. Genau, das ist der Vorteil beim Carsharing. Sie haben den reservierten Parkplatz. Es gibt allerdings die Einschränkung, Sie müssen auch an die gleiche Station zurück. Das heißt, jedes Auto hat eine Heimatstation und dazu kommt es zurück. Das ist aber eigentlich auch genau das Richtige, denn bei Privatwagen, da holt man sich das Auto ja auch und macht einen Kreis und fährt dann, stellt es da wieder ab. Ja, das heißt, wir sind keine Konkurrenz zum Busunternehmen. Okay. Das heißt also, ich kann mein Auto nicht näher an meinen Wohnort abgeben, sondern ich muss wieder hier zu dieser Station zurück. Wenn Sie hier gestartet sind, aber wenn Sie von zu Hause starten, dann nehmen Sie vermutlich diese andere Station. Ja, ja. Okay. Aber unser Interesse ist, dass wir so ein Netzwerk von Stationen mit 1 Kilometer Distanz dazwischen haben. Herr Göckler, nun haben Sie mich ja hier zu einer anderen, ich sag mal, Carsharing-Station gefahren. Was haben Sie dabei im Schilde geführt? Also ich wollte Ihnen einmal zeigen, dass wir ganz unterschiedliche Autotypen haben, noch mehr als an der Station vorher. Wir haben hier auch den Transit, das heißt, da kann man auch kleine Umzüge machen. Wir haben einen Stadtlieferwagen mit 2 Sitzer, wo man auch mehr Volumen hat. Wir haben die Berlingos, wir haben Fiesta und wir haben auch die Kleinstwagen, unsere Aygos. Das heißt, hier haben wir 10 Fahrzeuge, die genutzt werden und halt eben die ganze Palette darstellen. Nur einer fehlt, der 9-Sitzer, das ist gerade im Urlaub. Nun braucht das Auto hier auch Treibstoff. Und wenn die Tankuhr sagt, es wäre jetzt doch besser, nachzutanken, wie funktioniert das bei Ihnen jetzt? Wir haben eine Tankkarte, das heißt, Sie tanken auf unsere Kosten bei dem Anbieter Rutex, das heißt hauptsächlich Aral, aber in Oldenburg auch Westfalen. Und da können Sie bargeldlos tanken, das erfolgt dann ähnlich wie mit einer eigenen Bankkarte, es gibt die PIN, die hängt am Autoschlüssel und im Bordbuch im Auto finden Sie die Tankkarte. Und wir haben eine Fairnessregel, unter 1/4 soll bei Abgabe nie sein. Das heißt, irgendwann trifft es jeden Kunden, dass man auch mal tanken muss. Aber wenn viele Kunden auch nur ein paar Kilometer fahren, braucht nicht jeder tanken und nicht jeder vollgetankt abgeben. Das ist ein Vorteil im Vergleich zu klassischer Autovermietung. Ja. Wo haben Sie jetzt Station gemacht? Wir sind hier auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in Donnerschwe, also im Stadtteil Neudonnerschwe. Und wir stehen vor dem Gebäude ehemaliges Haus 22, ehemaliges Offiziersheim. Und da haben uns Einwohner und Besitzer dieser Wohnungen eingeladen, eine Station hier einzurichten. Dafür haben wir jetzt eben 2 Parkplätze zur Verfügung gestellt bekommen. Aha. Da stehen 2 Fiesta und damit kann man auch helfen, hier den Leuten auch ein bisschen den Parkdruck zu reduzieren, denn es ist hier insgesamt sind sehr viele Autos und je mehr auch Leute merken, ich brauche das Auto nicht unbedingt, durchs Carsharing kann sich der Parkdruck insgesamt auch reduzieren. Okay. Das bringt mich auf die Frage, hier waren ja die Initiatoren für die Parkplätze die Anwohner. Ist das generell so bei den Stationen? Das ist nicht immer so. Das hat oft auch mit Zufällen zu tun, oft auch, aber auch ist historisch gewachsen. Es gibt Unternehmen, die kommen auf uns zu und sagen, wir haben Bedarf, wie sieht das aus? Manchmal sind auch wir bei unserer Planung des Stationsnetzes und sagen, okay, wir könnten uns da vorstellen und gehen dann rum und fragen, interessieren uns, wir haben auch im öffentlichen Raum Parkplätze durch Sondernutzungsgenehmigungen der Stadt. Das ist eine Kombination. Also man ist eigentlich ständig Kunde, weil man die Karte ständig hat. Also, das heißt, es gibt Kunden, die fahren auch nur 1 oder 2 Mal im Jahr und es gibt Kunden, die fahren 2, 3 Mal in der Woche. Eigentlich gibt es so einen Pi mal Daumen Kilometerwert. Unter 10.000 Kilometer fährt man in der Regel mit dem Carsharing billiger. Das heißt also, wer nicht täglich das Auto braucht und unter 10.000 Kilometer im Jahr fährt, der wäre potenziell unser Kunde. Was muss ich jetzt machen, wenn ich das Auto verlassen will oder das Carsharing damit beenden möchte? Also,
den Schlüssel wieder abgeben, aber vorher noch mal dran denken, gibt es denn noch etwas, was Sie im Auto vielleicht vergessen haben? Okay, können? Okay. Das sollten wir vielleicht ja, sehen, gucken wir nochmal nach. Ist. Jawohl. So, dank Ihres Tipps haben wir das jetzt rausgenommen. So, und wo bleibe ich jetzt mit dem Schlüssel? Wie geht das jetzt? Das geht jetzt in umgekehrter Reihenfolge wie beim Abholen. Das heißt, erstmal kommt er wieder zum Bordcomputer. Okay. Und dann ja, ins Handschuhfach. Also. Ins Handschuhfach, genau. Und der sagt auch, wie viele Kilometer, wie viel Zeit Sie genutzt haben. Türen zu, jetzt genau wieder am Anfang. Und danach wieder mit der Karte zum Abschließen, dann geht die Zentralregelung zu und dann haben Sie das Auto wieder abgegeben. Mal testen. Noch einmal testen. Wunderbar. Perfekt. Alles klar. Das war ja relativ einfach und überschaubar für einen Laien, an so ein Auto per Carsharing ranzukommen. Und nun ist ja so die Frage, wie viele Spontankunden haben Sie denn, Herr Göckler, in Oldenburg? Spontankunden, in dem Sinne, wir haben 2/3 der Buchungen entstehen erst 24 Stunden vor Buchungsbeginn. Das heißt, es gibt natürlich einige, die viel länger vorher buchen, ja. Aber die meisten Buchungen, die sind tatsächlich innerhalb, so wie man es braucht, aha, ich brauche morgen ein Auto, dann starte ich. Aber man kann auch als Firma, kann man sagen, okay, wenn ich jetzt mit meinem Kunden einen Termin mache, dann kann ich auch parallel schon nachsehen, ist dann auch das Auto zur Verfügung. Okay. Aber zumindest, man kann 180 Tage im Voraus buchen. Und das sind auch die, die sozusagen natürlich, wer zuerst kommt, der malt zuerst. Ja, klar. Aber man kann auch spontan, das heißt, ich hole jetzt die App raus, sehe nach, ich möchte jetzt ein Auto haben. Möglicherweise ist dann tatsächlich dieses Auto, das ich mir gerade wünsche, steht nicht zur Verfügung, sondern setze ich mich aufs Fahrrad und fahre halt einen Kilometer zur anderen Station. Wie ich das an das Auto rankomme, haben wir jetzt ja gesehen, aber was zahle ich denn dafür, wenn ich das meinetwegen einen Tag nutze? Das kleinste Auto für einen Tag. Oh, ich dachte, wir sollten hier keine Preise sagen. Also, die Zuschauer wollen schon mal abwägen, ob es sich denn also, vom Portemonnaie her lohnt. Es ist ein Tagessatz im mittleren Tarif, wo die meisten Kunden drin sind, in etwa 20 Euro. Dazu kommen dann die Kilometer. Alles klar. Das ist inklusive Sprit zwischen 18 und 24 Kilometer. Cent pro Kilometer ist immer inklusive Sprit. Unsere Stärke ist aber nicht, dass man Tagessätze nimmt, sondern eigentlich ist unsere Stärke, dass man sagt, ich brauche jetzt nur für 2 Stunden das Auto. Und bezahle nachher auch nur 2 Stunden, das sind dann 1,70 Euro die Stunde, 3,40 Euro. Und wenn ich noch 10 Kilometer zum Einkaufen fahre, dann habe ich nochmal 2,40 Euro dazu und bin mit wenig Euro, habe meine Mobilität oder meinen Bedarf abgedeckt. Man kann das auch ergänzen, man kann halt vorher auch schon kalkulieren. Also man kann halt sehr klar auch sagen, was kostet mich das wirklich und lohnt sich das, den Schritt zu gehen. Und ich würde vielleicht noch zu dem Punkt vorher noch sagen, also privat bin ich tatsächlich ein Spontankunde, der durchaus auch mal eine Viertelstunde vorher überlegt, ich möchte irgendwas einkaufen und brauche dafür ein Auto. Geschäftlich ist das dann in der Regel schon so, wie Sie es auch sagen, da hat man einen Termin in den nächsten Tagen und dann reserviert man dafür ein Auto. Und auch ein Ausflug übers Wochenende ist natürlich auch etwas, was man dann entsprechend länger im Vorfeld plant. Und ja, das funktioniert genauso entspannt. Okay. Wie machen Sie oder Ihre Mitarbeiter denn, wenn Sie jetzt ein Auto benötigen? Wo, zu welcher Station gehen Sie denn? Sie sind ja mit Ihrer Firma wo? Wir sind direkt an der Kaiserlichen Post. Also und direkt davor haben wir halt auch eine Carsharing-Station. Und das ist für uns natürlich das Allerbeste. Ich glaube, wir sind ein bisschen umgezogen. Die war vorher woanders. Aber es sind wirklich... Also von der Idee, ich brauche ein Auto, bis zum Auto habe ich 50 Meter Fußweg und das ist sehr entspannt. Ja, und das ist auch gleichzeitig, wenn Kollegen von uns, um das auch nochmal aufzugreifen, wenn die zu einem Kunden fahren, die kommen mit dem Fahrrad ganz normal in die Innenstadt. Für uns ist es schon sehr wichtig, dass wir in der Innenstadt als Unternehmen unser Büro haben. Mit all der Lebensqualität, alternativ hätten wir auch ein bisschen außerhalb irgendwo unsere Bürofläche haben können. Und da sind wir sehr glücklich, dass wir genau da sind, wo wir heute sind. Aber ein Fahrzeug braucht man. Das heißt, wir kommen ganz normal morgens mit dem Fahrrad ins Büro und fahren dann vielleicht um 13 Uhr dann mit dem Auto für ein paar Stunden. Wie Sie auch genau gesagt haben, eben für ein paar Stunden gebucht. Ja. Und ich muss mich um nichts mehr kümmern. Also inklusive der Tankkarte ist das natürlich sehr entspannt, weil oftmals muss man auch gar nicht tanken. Weil zumindest, soweit ich die Regel verstanden habe, sollte man tanken, wenn man ein Viertel nur noch des Tanks hat oder weniger. Und das ist mir eigentlich ganz selten in den letzten Jahren passiert, dass ich wirklich mal tanken musste. Das heißt, das ist einfach nur Auto nutzen für die Zeit, die man es benötigt, mit eigentlich ganz gut kalkulierbaren Kosten. Okay. Wie machen Sie das denn, Herr Dr. Corrados, wenn der Antrag gestellt wird von Cambio, wir brauchen einen weiteren Platz für unser Carsharing? Gucken Sie da auf Ihre Karte, Stadtgebiet Oldenburg, wo sind die schon oder ist Ihnen das mehr oder weniger egal?
Also erstmal freuen wir uns über jede neue Station. Okay. Das ist also nicht so, dass man denkt, jetzt kommt schon wieder das Thema, was wir eben hatten, Diskussionen über entfallene Stellplätze, sondern das System für unsere Bürger macht ja nur dann Sinn, wenn es auch gut funktioniert. Je mehr Stationen ich habe, wir haben den Fall ja gerade schon gehabt, die Wagen sind ja nicht immer verfügbar, dann ist es natürlich gut, wenn man naheliegende Stationen irgendwo in der Nähe hat, dass man dann eben ausweichen kann. Also je mehr, desto besser und im Übrigen auch möglichst über das ganze Stadtgebiet, nicht nur in der Innenstadt. Ja. Der Weg in die Außenbezirke ist ja jetzt auch begonnen und das ist auch wichtig. Da achten also, Sie schon drauf als Zuständige? Ja, was heißt achten? Also wir sind nicht aktiv dabei und planen Standorte. Wir schlagen mal vor, wir sind ja regelmäßig im Gespräch mit allen Carsharing-Anbietern, muss ich noch mal sagen. Wir haben ja noch mehrere. Wir sind also mit allen im Gespräch und sagen denen das auch, dass wir uns freuen über neue Stationen, die wir im Übrigen auch pauschal finanziell fördern. Jede neue Station, wie auch Fahrzeuge investiv. Und der Weg ist dann so, dass also die Carsharing-Anbieter, in diesem Fall Cambio, dann sich an uns wendet mit einem Vorschlag. Das sind manchmal auch mehrere Stationen. Und da wird ganz einfach, um diesen ganzen Dienstweg auch möglichst klein zu halten und einfach zu halten, wird da zum Beispiel auf einem Luftbild angekreuzt, wo man denn sich vorstellen könnte seitens des Betreibers, wo das ideal wäre. Da achtet zum Beispiel Herr Göckler dann drauf, ist das beleuchtet? Kann man die Türen da aufschlagen, ohne dass man gleich irgendwie im Fahrverkehr sich befindet und all diese Dinge? Ist das sichtbar? Ist auch ganz wichtig. Man soll die Station ja sehen. Das ist ganz essentiell auch für uns. Also das merke ich tatsächlich schon, dass die Wahrnehmung bei uns im Unternehmen trotzdem nicht so gut ist, was Carsharing betrifft. Aha. Und erst wenn man das erste Mal gesehen hat, dann sieht man die Station natürlich überall. Aber vorher ist die Sichtbarkeit und die Sichtbarkeit in der Stadt ist schon wichtig als Vermarktungs-. Also wir wollen das nicht irgendwo auf dem Hinterhof haben. Und das sind dann ja in der Regel auch eher private Flächen. Deswegen sind wir schon bereit, auch, glaube ich, sehr mit einem sehr einfachen Verfahren und auch vielleicht ein bisschen offensiv sogar auch solche öffentlichen Flächen anzubieten, sofern das eben passt. Und diese Frage, ob das passt, die wird in einem kurzen Verfahren geklärt. Da wird also ein Antrag auf Sondernutzungsgenehmigung oder Sondernutzungserlaubnis gestellt. Und da werden verschiedene Behörden beteiligt, auch die Verkehrslenkung beispielsweise. Und dann guckt man eben, geht das oder gibt es wirklich massive Einwände? In der Regel gibt es die eher nicht. Und von daher sind wir uns dann immer relativ schnell einig. Was manchmal vorkommt, ist, dass man vielleicht gemeinsam auch im Rahmen von Ortsterminen entscheidet, es kann jetzt nicht dieser Stellplatz sein, sondern vielleicht zwei Stellplätze weiter aus bestimmten Gründen. Aber das ist, glaube ich, überwiegend unproblematisch und wie gesagt, wir freuen uns im Grunde über jede neue Station. Und wer bezahlt die Umrisse? Und da muss ja dieser Bügel eingebaut werden und so weiter. Bezahlt das dann der Carsharing-Anbieter oder die Stadt? Ja, wenn Sie so wollen, beide. Also normalerweise natürlich der Anbieter. Das ist ja seine Ausstattung, die gehört ihm ja auch. Okay. Aber wir zahlen eine Pauschale im Rahmen einer Förderung. Jede neue Station wird mit 1.000 Euro, das ist jetzt auch nicht übermäßig viel, aber mit 1.000 Euro pauschal gefördert. Das heißt, es ist gerade das Geld, um das Stationsschild zu beschaffen, auch den Bügel. Wir haben auch da ein städtisches Interesse, zum Beispiel an den Schildern, die wir eben auch in einer bestimmten Gestaltung haben wollen. Wir wollen also nicht, dass jeder so nach eigenem Gutdünken dann irgendwelche Schilder kreiert und aufstellt, sondern da reden wir auch gerne so ein bisschen zumindest mit, dass das Ganze im Stadtbild auch irgendwie passt. Und daher finde ich, ist das auch legitim, wenn wir uns dann auch finanziell beteiligen. Wenn Sie mal so überlegen würden, rein zahlenmäßig, ist das für Sie schon mal nachvollziehbar, dass so die Vermehrung der Stationen zu weniger Parkproblematiken geführt hat? Oder ist das mehr oder weniger ein Glaubenssatz? Das ist, glaube ich, eher Glauben. Okay. Das ist, glaube ich, eher Glauben, ja. Man kann das natürlich nicht sehen. Man kann es irgendwie auch nicht messen. Sondern gefühlt sind die Straßen ja voll. Das liegt ja auch daran, dass wir durchaus noch einen leicht ansteigenden Pkw-Besitz haben, bei gleichzeitig aber tendenziell eher abnehmenden Strecken pro Pkw und Jahr. Aber der Besitz nimmt ja noch nicht, zumindest nicht signifikant ab, auch nicht in den Innenbezirken, da stagniert es. Ja. Und daher ist so gefühlt, sind die ja alle da, steht auch alles voll.
Man muss sich das immer eher so vor Augen führen, dass in Oldenburg in einer Größenordnung von 500, 600, 700 Pkw weniger da sind, als ansonsten da wären. Okay. Das wäre zumindest die rechnerische Betrachtung. Ja, das wäre so, zumindest so die theoretische Rechnung. Genau. Ja. Nun kann es doch auch sein, dass Ausweitung des Carsharing-Angebotes zulasten des öffentlichen Nahverkehrs gäbe. Das sehe ich überhaupt nicht so, ganz im Gegenteil. Carsharing-Kunden verändern ja schon in gewisser Weise ihr Mobilitätsverhalten. Also wir hatten ja eben schon mal festgestellt, dass ungefähr 80% der Carsharing-Nutzer über keinen eigenen Pkw im Haushalt verfügen. Und das sind ja die Leute, die zwar dieses Auto sich dann mieten und es nutzen, wenn sie es wirklich brauchen. Aber das sind eben diejenigen, die auch die ganzen anderen Wege, wo sie nicht unbedingt ein Auto brauchen, weil es ja doch wieder eine gewisse Hürde ist, sich das übers Internet oder über die App zu ordern und dann dahin zu gehen und sich dieses Auto zu holen, die eben für diese ganzen anderen Wege dann irgendwelche anderen Verkehrsmittel nutzen. Und das ist in der Regel der ÖPNV, das Fahrrad und natürlich auch das Zu-Fuß-Gehen. Das würde ich aber unterschreiben. Also ich glaube, dass ein attraktiver öffentlicher Nahverkehr mit Carsharing Hand in Hand geht. Und das vielleicht auch noch aus dem Blickwinkel aus anderen Städten. Ich leih mir halt des Öfteren bei Cambio ein Auto in Bremen noch dazu. Und das ist noch ein bisschen öffentlicher Nahverkehr, den nutze ich dann ansonsten ausschließlich und habe manchmal ein Pkw. Und ich bin ansonsten auch sehr viel in Berlin und da ist der öffentliche Nahverkehr sowieso ja ein Hauptthema. Mit dem Auto kann man sich ja gar nicht bewegen und das ist eine Ergänzung dazu. Ich glaube, was aber schon spannend ist, ist ja die unterschiedlichen Modelle des Carsharings genannt. Diese Stationalität oder die Stationen führen meiner Meinung nach schon dazu, dass ich sehr bewusst PKWs nutze und ansonsten mein Verhalten, wie Sie es auch sagen, schon umstelle. Ich komme eigentlich sehr weit mit öffentlichem Nahverkehr. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen was anderes, wenn man eher dieses Free-Floating hat, wo man sagt, ich nehme einfach ein Auto. Das ist, normalerweise würde ich jetzt zu Fuß laufen und schaue nach, habe ich hier ein Auto und dann würde ich vielleicht noch eine Strecke mit dem Auto bewegen, statt eben, oder ein Auto nutzen, statt eben zu sagen, das laufe ich einfach jetzt. Und das ist bei dem Stationären zusammen mit öffentlichem Nahverkehr eigentlich sehr gut. Also das ist aber eine Barrierewirkung, die ist, glaube ich, ganz wichtig bei den Free-Floatern. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass das auch zulasten des ÖPNV geht. Weil wenn ich zur Bushaltestelle laufe und ich kann gleichzeitig per App sehen, dass da viel näher dran jetzt so ein Mietwagen steht, auf den ich auch jetzt Zugriff hätte, dann ist das ja eher vorstellbar. Also diese kleine Barriere, die beim Stationsgebundenen ja besteht, die ist vielleicht ganz gut in Bezug auf das Mobilitätsverhalten. Sicherlich hat Oldenburg noch eine Ausnahmestellung, dass so viele mit dem Fahrrad unterwegs sind. Das ist sicherlich schon noch ein bisschen was anderes in Bezug auf öffentlichen Nahverkehr. In Berlin bin ich fast lebensmüde, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Aber von daher. Aber Stichwort Fahrrad. Ist bei jeder Station auch ein Fahrradabstellplatz? Es könnte ja auch gut sein, dass ich da hinfahren will mit meinem Fahrrad und dann das Auto. Ja. Ist das bei allen 21 oder 22 Stationen, die wir haben, ist auch ein Stellplatz für das Fahrrad dabei? Also wir sind uns einig, dass immer Bügel aufzustellen sind. Ich kann jetzt nicht sagen, ob bei allen tatsächlich, aber es ist auf jeden Fall die Standardausrüstung. Und wenn da irgendwie Fläche ist, also die letzten Stationen, die mir da einfallen oder auch die, wo Sie eben den Wagen da geöffnet hatten am Pferdemarkt, da stehen auch mehrere, ich glaube 7 sogar Fahrradbügel direkt daneben, die da auch neu hingekommen sind. Also wir versuchen das auf jeden Fall schon, immer unbedingt auch Fahrradbügel da mit unterzubringen. Was vielleicht in dem Zusammenhang auch noch ganz spannend ist, die Bremer haben ja diese Verknüpfungspunkte namens Mobilpunkt oder Mobilpünktchen dann, die kleinen in den Quartieren. Und in diese Richtung wollen wir auch gehen in den nächsten Jahren. Wir wollen also schon das Carsharing, was ja nicht alleine Sinn macht, das hatten wir ja schon, sondern es macht eben nur Sinn in Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln. Und diese gemeinsame Nutzung, dieses multimodale Verkehrsverhalten, wollen wir auch viel stärker fördern in den nächsten Jahren, indem man diese zusammenbringt an Punkten. Das heißt, wir achten heute schon drauf, dass Carsharing immer eine Bushaltestelle in der Nähe hat, einen Carsharing-Standort und eben auch die von Ihnen angesprochenen Fahrradbügel. Das ist ja für Oldenburg lebensnotwendig. Ne? Genau, damit einfach der Zugang auch leichter ist zu diesen Stationen und die kombinierte Nutzung dieser Verkehrsmittel. Ja.
Für uns ist halt schon spannender als Unternehmen. Also wir fördern auf der einen Seite über das Jobrad, was es nun auch hier in Oldenburg gibt oder ähnliche andere Modelle, dass Mitarbeiter eben wirklich auch mit statt einem Firmenwagen eben im Fahrrad unterwegs sind. Ein Jobticket ist für uns genauso interessant. Also wir fördern das schon auch durch die steuerliche Änderung der Gesetzgebung, was Jobtickets. Okay. Ich glaube, jetzt seit diesem Jahr ist das, wenn ich das recht in Erinnerung habe, dass Mitarbeiter das nicht mehr als geldwerten Vorteil versteuern müssen, ist das halt schon sehr attraktiv zu sagen, der öffentliche Nahverkehr, wir fördern eben die Nutzung vom öffentlichen Nahverkehr in Kombination mit dem Carsharing. Und für mich persönlich gilt, ich habe eine Bahnkarte hinunter, das heißt, ich fahre sowieso mit dem öffentlichen Nahverkehr überall. Und dann ist es sehr wichtig, dass ich dann dort, wenn ich dann mein Auto benötige, dann in der Nähe auch eine Station habe. Und das nutze ich genauso auch. Guter Gedanke. Ja. Ich wollte auch noch gerne mit dazu einsteigen. Ja. Und zwar mit dem öffentlichen Verkehr, die Konkurrenz. Das, vor vielen Jahren war das noch ein bisschen anders. Das heißt, der öffentliche Verkehr hat ein bisschen, würde ich mal spitz sagen, länger gebraucht, zu merken, dass wir eigentlich eine Ergänzung und nicht eine Konkurrenz sind. Und zwar, das sage ich, in den Zeiträumen 90er Jahre. Okay, denn, in den Anfangsjahren quasi. Richtig. In den Anfang 2000er Jahre war ich bei einem EU-Projekt, wo auch Carsharing, da ist Bremen sehr oft sehr stark engagiert und ein großer Player gewesen. Mhm. Und da hat der, ich bin nicht sicher, ob es der Präsident war, aber zumindest ein Mitarbeiter des Verbandes der deutschen Verkehrsunternehmen, das heißt der Verband, der bundesweite, da hat einer gesagt, wir haben eine Untersuchung gemacht. Die Zeitkarteninhaber, das heißt diese Jahresabonnenten für Bus und Bahn, die sind am zufriedensten, die ergänzend auch Carsharing nutzen. Das heißt, im Alltag fährt man entweder Fahrrad oder Bus, und zwar mit diesen Worten Linien- oder Taktgebunden. Das heißt, wenn man entlang der Linien zu bestimmten Zeiten fährt, nutzt man ÖPNV oder fährt Fahrrad. Aber wer noch diese ergänzende Option Auto hat, der ist dann am zufriedensten. Und umgekehrt natürlich wissen wir, dass einfach Carsharing-Kunden im Vergleich zur deutschen Bevölkerung viel mehr Jahresabos bei dem öffentlichen Verkehr haben. Nicht zuletzt aus diesem Grund sind wir sozusagen auch Mieter in der Mobilitätszentrale der VWG. Das heißt, da ist die Kooperation so intensiv, dass auch die Kollegen aus dem Servicebüro der VWG die Verträge für unsere Carsharing-Kunden machen. Und daher ist die Verzahnung auch wirklich sehr intensiv da. Ja, das finde ich aufgeregt, als ich bei Ihnen war. Nicht? Also als wir uns unterhielten, gaben die anderen vom öffentlichen Nahverkehr durchaus schon Auskünfte über Carsharing. Das ist genau so. Und der andere Punkt, der sozusagen auch noch wichtig ist, bei unseren Kunden, es gibt Wissenschaftler, Soziologen haben das untersucht, es gibt eine Lernkurve. Das heißt, wenn man jetzt mal das Auto abgeschafft hat und Carsharing macht, da fährt man am Anfang noch relativ viel Auto und reduziert. Ja. Was man vor jeden Tag ein paar Stunden genutzt hat, weil das Auto sowieso vor der Haustür stand, legen Menschen zusammen zu Fahrten und sagen, okay, ich nehme einmal die Woche für 4 Stunden und mache dann alles, was ich mit dem Auto muss. Das ist eine Option. Mhm. Und der andere Punkt ist, wenn Sie bei uns eine Fahrt machen, sehen Sie immer die Vollkostenrechnung für die ganze Fahrt auf der Rechnung. Das heißt, Sie wissen dann genau, wie viel haben diese ganze Fahrt gekostet. Mhm. Und dann fängt man an zu überlegen, hätte ich da vielleicht doch eine Alternative gehabt, eben öffentlicher Verkehr oder vielleicht auch einen klassischen Mietwagen. Das heißt, wir sind ein Puzzlestein und je besser die Alternativen da sind, wo man das Carsharing eigentlich nicht mehr wirklich braucht, desto stärker kann auch das Carsharing sein. Deshalb sind wir sozusagen total erfreut, wenn in Oldenburg der Radverkehr gestärkt wird oder wenn es neue Buslinien gibt. Mhm. Denn damit sozusagen wird der Bedarf nach einem Carsharing-Auto geringer. Denn wir haben kein Angebot für Menschen, die das Auto täglich brauchen. Das heißt, für Pendler haben wir leider kein Angebot, weil das Auto dann bei der Arbeit bezahlt werden müsste. Und wir haben halt eben auch für die Vielfahrer nicht unbedingt ein Angebot. Aber in Oldenburg gibt es immer wieder Menschen, die sagen, naja, mein Auto, ich fahre irgendwie 5.000 oder 8.000 Kilometer im Jahr. Und dann sage ich, ja, ab dem Moment, wenn man es durchrechnet, und das machen viele Autofahrer nicht, alle Kosten,
Wertverlust, Steuern, Versicherung, das mal zusammenrechnen. Dafür kann man schon einiges im Carsharing fahren. Ab wie viel Jahresfahrdatum lohnt sich denn umzustellen auf Carsharing? Da muss es doch objektive Berechnung mal gegeben haben. Das ist unterschiedlich, je nach Studien zwischen 8 und 12 oder 15.000 Kilometer im Jahr. Das heißt also, es gibt Studien, die sagen, bis 2.000 Kilometer im Jahr zahlt sich vielleicht sogar aus, noch mehr Taxi zu fahren. Okay. Dann gibt es diesen Bereich von zwischen 2.000 und 12.000, da würde sich das Carsharing auszahlen, wenn man das, wie gesagt, nicht täglich braucht und wenn man im Bereich eines Carsharing-Anbieters ist. Im ländlichen Bereich, da haben wir leider kein Angebot, das heißt aber im städtischen, in dem zumindest innenstadtnahen Bereich, dort ist das System da. Das heißt also, diese beiden Sachen, wer das Auto nicht täglich braucht und unter 10.000 oder unter 12.000 Kilometer fährt, der wäre beim Carsharing zumindest kostenmäßig besser da. Ich hatte das ja eingangs schon gesagt, was ich mindestens nur subjektiv wahrnehme, ist bei den jungen Leuten, die bei uns halt anfangen nach dem Studium, für die spielt Auto eben, wie ich das vorhin schon sagte, keine Rolle mehr. Also es geht gar nicht darum zu sagen, die Rechnung, wie viel würde ich sparen, sondern an sich ist ein Auto schon als Ballast wahrgenommen. Also das ist das tollste technische Gerät, also ein Smartphone hat halt einen viel höheren Stellenwert als ein Auto. Und deshalb ist das eine zusätzliche Mobilität, ohne sich ein Auto überhaupt anzuschaffen. Ja, das ist schon eine Sache. Klar, würden die ansonsten gar nicht fahren, eher nicht. Aber sie würden vielleicht schon viel eher darüber nachdenken, zu sagen, ich brauche jetzt doch mal ein Auto für ein paar Transporte. Und das brauchen sie alles gar nicht. Ich glaube auch, sehe ich ähnlich, ich kenne mich mit den Studien nicht so genau aus, aber sich ähnlich zu überlegen, würde ich ein zweites Auto mir anschaffen oder nicht, dass das schon auch eine Rolle spielt, wo man sagt, jemand pendelt, der benötigt halt ein Auto, aber für den Einnahmeausnahmefall, da hole ich mir halt dann doch ganz kurz ein Carsharing-Auto, während man ansonsten eben ein zweites Auto benötigt. Ja. Schaue ich mal Sie an, Herr Dr. Corrales, Klimaschutz, das beschäftigt uns jetzt ja zunehmend. Da sind wir alle miteinander ja bewusster geworden. Für Sie als Vertreter der Stadtverwaltung ist Carsharing auch etwas in Richtung mehr Klimaschutz? Ja, auf jeden Fall. Also ein Baustein von vielen über die Änderung des Mobilitätsverhaltens. Wir reden ja natürlich weiterhin über Kraftfahrzeugverkehr, aber wir haben das ja schon gehabt, es ist erstmal eine Ressourcenschonung, dadurch, dass eben nicht jeder ein Fahrzeug besitzt und rumstehen hat überwiegend, sondern dass sich viele erstmal eins teilen. Das heißt, es spart schon mal ordentlich Ressourcen. Aber auch die Emissionen gehen natürlich deutlich zurück, wenn Menschen weniger Auto fahren. Und das ist ja einmal verbunden dadurch, durch die Kombination dieser Verkehrsmittel, durch das andere Verkehrsverhalten der Carsharing-Nutzer und auch durch das, was Herr Göttler gerade nochmal gesagt hat, diese sogenannte Lernkurve, dass auch diese Autonutzung selbst innerhalb des Carsharing, innerhalb der Carsharing-Nutzung über die Jahre immer weniger wird, weil man merkt, das geht eigentlich auch alles recht gut ohne Auto. Und die wenigen Fälle, wo ich ein Auto brauche, da nehme ich es mir eben ganz gezielt für einen kurzen Zeitraum. Das heißt, es sind auch möglicherweise immer mehr Kunden für ein einziges Auto dann im Grunde versorgt damit. Also von daher geht es auch schon um Klimaschutz, um Senkung der Emissionen in diesem Zusammenhang. Ja, kann ich mir vorstellen. Nun reden wir über Carsharing in der Stadt Oldenburg. Da ist das ja alles überschaubar, zumal wenn mein Arbeitsplatz in der Nähe ist. Nun, wenn ich außerhalb der Stadt Oldenburg wohne, auf dem Land in einem ländlichen Landkreis, da würde ich gerne Carsharing nutzen als jemand, der da wohnt. Aber wie mache ich das? Da irgendwie ist da für mich noch die grüne Wiese. Ne? Da muss man doch mal Ideen entwickeln und sagen, so, wie kann man denn diesen Damen und Herren oder den Bürgerinnen und Bürgern, die da wohnen, auch helfen, so ein Angebot zu nutzen. Sie können doch nicht nur sich auf Städte konzentrieren. Gut, Ihr Job ist es natürlich zu sagen, ich bin für die Stadt Oldenburg zuständig. Aber ich denke, Sie unterhalten sich auch mal mit Kollegen aus anderen Landkreisen. Da ist doch das Thema Klimaschutz, Mobilität und so weiter, ohne eigenes Auto doch auch eine Frage. Wie geht man denn da mal ran? Ich habe als Laie so den Eindruck, da ist die Wiese doch mehr oder weniger ungemäht. Der Handlungsdruck ist deutlich geringer. Also in Oldenburg reden wir ja vor einer Kulisse eines Klageverfahrens und in Bezug auf Fahrverbote beispielsweise. Also wir haben einen ganz anderen Handlungsdruck. Ja.
Wir haben natürlich auch eine andere Emissionslage in dieser Stadt. Mhm. Die ist zwar gar nicht jetzt so dramatisch, aber sie ist natürlich anders als auf dem Lande. Ja. Gleichzeitig sind die Verkehrssysteme gerade in unserem Umland, was ja wenig verdichtet ist, gerade auch die öffentlichen Verkehrssysteme nicht so, wie sie vielleicht eine gute Grundlage wären für so ein komplettes Verkehrssystem abseits des Autos. Mhm. Also wenig Verdichtung heißt, wir haben auch relativ wenig ÖPNV, zumindest in der Vergangenheit gehabt. Das fängt mit der Schiene an. Es gibt nicht so viele Schienenstrecken. Also es ist eher zufällig, wenn man hier im Umland in der Nähe eines Haltepunkts oder eines Bahnhofs lebt und geht weiter über den Busverkehr. Der war ja jahrzehntelang, der Regio-Busverkehr, sehr stark an den Schülerbedarfen orientiert. Richtig. Das hat sich allerdings in den letzten Jahren massiv geändert. Okay. Erstmal durch die Zugehörigkeit zum Verkehrsverbund VBN, durch also einen Tarif für die gleichzeitige Nutzung von Bahn, Regio-Bus und Stadtbus. Ja. Und auch durch die Einführung von Schnellbuslinien, von Taktverkehren im Regiobusbereich und jetzt ganz massiv in den letzten beiden Jahren, 2018 und in diesem Jahr, durch eine extrem massive Ausweitung des Stadtbusverkehrs auch in die Umlandgemeinden. Okay. Im letzten Jahr nach Wadenburg und Hatten durch die VWG, durch Taktverdoppelungen und in diesem Jahr ins Ammerland. Okay. Ebenfalls durch Taktverdoppelungen, sodass wir da also wirklich sehr attraktive Takte haben in Zukunft zwischen beispielsweise Bad Zwischenahn, auch den direkten Stadtrandorten zwischen Wiefelstede und Edewecht und eben immer den Stadtrandorten dazu, also was wie Friedrichsfehn, Petersfehn und so weiter, an die Stadt. Das heißt, dieses Grundgerüst, das wird deutlich besser. Und wenn man da jetzt so ein System wie Carsharing installieren wollte, dann werden die Bedingungen zumindest weniger schlecht, als sie das in der Vergangenheit gewesen sind. Aber da dann gibt es noch Bürgerbussysteme, wenn ich das noch also das ist ja auch bunt im Umland, ist ja auch gewachsen und es ist auch, glaube ich, ganz kreativ, wie man an diese Dinge rangeht im Rahmen der Möglichkeiten. Ja. Aber ich würde mal sagen, aus meiner Sicht Carsharing nicht unmöglich, aber deutlich schwieriger als jetzt in der Stadt. Aber da könnte doch Herr Göckler mit Cambio entgegenkommen und sagen, okay, wir machen jetzt zweierlei, stationsbasiert, städtischer Bereich und Free-Floating, ländlicher Bereich. Da sehen Sie mich am Schlucken. Ja. Also das Erste, das mit dem Free-Floating oder mit dem, das ist eigentlich im Gegenteil noch in den Orten, die noch dichter als Oldenburg sind. Das heißt, bisher gibt es das Free-Floating nur in Millionenstädten und die großen Anbieter, die dieses betreiben, da nenne ich nur Daimler und BMW, die halt sich gerade zu einer großen Firma zusammengeschlossen haben, ihre Angebote. Die sagen, sie gehen nicht in Städte unter 1 Million. Mhm. Ja, und bis dahin müssen wir noch in Oldenburg ein bisschen stricken. Ja, okay. Und die haben auch den Bedarf von etwa 4000 Einwohner pro Quadratkilometer, damit sich diese Masse auch auszahlt, damit man eine Verfügbarkeit von Fahrzeugen, die zufällig dann dort stehen, wo die Kunden sie auch brauchen und nicht nur das Unternehmen sie rumschieben muss. Das heißt also, für den ländlichen Raum ist es mit dem Free-Floating sicherlich nichts. Mit dem stationsbasierten, das ist auch mal mit tiefen Durchatmen. Hier für Oldenburg ist es so, dass wir immer Kostendeckung im Blick haben. Erst recht in den Bereichen, wo wir noch nicht sind. Und in Oldenburg gibt es auch noch in der Stadt Oldenburg noch einige Bereiche, die noch weiß sind, die wir noch nicht erschlossen haben. Je weiter man geht, desto mehr sind die Menschen gewohnt, an Autos zu haben. Sie haben einen schlechteren ÖPNV. Und das Potenzial um eine Station, da wohnen wenige Menschen, die zumindest sich vorstellen können, Carsharing zu machen. Stellen Sie sich mal einfach vor, eine Firma, da gibt es Untersuchungen, Firmen möchten nicht mehr als 500 Meter zu einer Station zu haben. Und Privatmenschen, die sind bei der Grenze ab 1000 Meter nicht mehr so. Das heißt also, im ländlichen Bereich haben Sie in diesen Kreisen um eine Station, wo ein Angebot da ist, viel weniger Menschen. Das heißt, Sie können nur weniger reinbekommen. Die Autos werden also schlechter genutzt.
Ja, jetzt, also ist die Wirtschaftlichkeit schlechter. Jetzt sind wir so bei der Aussage, was bisher so gewohnt war. Aber nun haben wir ja, wir kümmern uns mehr um Klimaschutz. Und Klimaschutz ist ja nicht nur eine Frage für städtische Bereiche, sondern auch für ländliche Bereiche. Alle Politiker reden jetzt über Reduzierung Mehrwertsteuer bei Bahntickets und so weiter. Jetzt kann man doch auch sagen, okay, Carsharing, Freefloating im ländlichen Bereich, Mehrwertsteuerfrage oder sonstige Förderung dabei. Denn wir müssen doch auch für diese ländlichen Gebiete auch attraktiv sein, weg vom eigenen Auto und trotzdem noch mobil zu sein. Und nicht nur auf Bus und so weiter. Das muss klar, dass Sie das als Unternehmen nicht im Minusgeschäft machen können, ist vollkommen klar. Aber ich denke, da muss man doch mal frisch neu denken. Es gibt auch verschiedene Pilotprojekte, nur die sind oft wenig erfolgversprechend, ja, um eine Kostendeckung zu erreichen. Das heißt, die Auftraggeber, egal ob es dann Kommunen, ja, oder wer auch immer sind, im ländlichen Bereich, die müssen sich eigentlich darauf einstellen, dass sowas nicht nur für ein Pilotprojekt für 2 oder 3 Jahre, ja, sondern auch länger mit unterstützt, richtig, werden, ja, ja, müsste. Okay. Und das sind die Elemente, da ist in vielen Fällen, fängt es an, die Denke da anzukommen, zu sagen, so, öffentlicher Verkehr muss unterstützt werden, weil er nicht kostendeckend ist. Eben. Und das, ja, öffentliche Auto, Carsharing, wird manchmal so wahrgenommen, wird auch manchmal so dargestellt, ist es nicht immer, dass muss als Ergänzung, und da, ja, wieder diese Elemente, Ergänzung von Carsharing und, ja, öffentlichem Verkehr, mhm, das wäre dann eine Stärkung. Aber da muss man tatsächlich Fördertöpfe, ja, oder klar, die, klar, Bereitschaft in der Politik, ja, in Verwaltungen, in Landkreisen, ja, generieren und sagen, Sie haben ja bisher gesehen, die Carsharing-Anbieter laufen weder in Hatten noch in Tungeln, ja, noch irgendwo die Türen der Verwaltungen an und sagen, wir, ja, möchten unbedingt das Carsharing einbinden, ja, und starten, sondern wird es einfach, ja, darüber gesprochen werden. Vielleicht, müssen. Vielleicht haben uns jetzt ja einige Leute zugehört. Vielleicht kommt da ja etwas in Bewegung. Ne? Also, bitte, Herr Schumann. Für mich ist schon, Sie haben da so 1, 2 Stichworte genannt, dass der öffentliche Nahverkehr immer ausgebaut wird oder auch ausgebaut wurde in die ländlichen Regionen. Ich habe schon den Eindruck, dass gerade in Oldenburg der öffentliche Nahverkehr vergleichsweise teuer ist. Also wenn ich das mit anderen Städten vergleiche, ich habe dadurch, dass ich meine Bahncard 100 hier immer überall schon inklusive fahre, kenne ich die Preise jetzt nicht ganz exakt. Aber man redet halt sehr schnell schon mal von 3 Euro irgendwas, was man für eine Strecke bezahlt. Dafür fahre ich in Berlin halt 2 Stunden mit dem öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, die Einstiegshürde ist relativ hoch. Und was für mich noch ein ganz spannendes Thema ist, ich komme in ganz viele andere Städte, durch meine Bahncard 100 kann ich, egal wo ich bin, sofort in den öffentlichen Nahverkehr einsteigen. Ich muss nicht darüber nachdenken, wie ist das Tarifsystem, wo will ich jetzt von A nach B fahren. Also die Attraktivität von öffentlichem Nahverkehr entsteht für mich auch dadurch, dass ich einfach einsteigen kann. Ja, und da haben wir eigentlich auch heute mit den modernen Mechanismen, in der Beziehung sind wir, glaube ich, auch in Deutschland sehr weit hinterher, mit mobilen Bezahlen wäre ich eigentlich sehr einfach in der Lage zu sagen, oh, jetzt regnet, ja, es gerade, muss ich ins Auto steigen oder, ja, fahre ich mit dem Bus. Ja. Wenn das Angebot da ist und ich nicht nochmal darüber nachdenken muss, habe ich das Kleingeld überhaupt dabei, dass ich jetzt mitfahren kann. Das ist ja schon, wäre noch ein anderes Jahr, wäre eine separate Sache. Ja, aber das ist trotzdem für mich, das ist so ein bisschen ergänzend zu dem, wir haben ja gesagt, ein attraktiver, ja, Nahverkehr führt dazu, dass wir einfach natürlich auch Fahrzeuge, ja, reduzieren und dann vielleicht auch gerne zu einer zentralen Station fahren, um von dort aus mit dem Auto weiterzufahren. Ja. Das ist meiner Meinung nach der Einstieg auch dazu. Also ganz wichtiger so. Gehen wir noch mal kurz auf ein anderes Thema zurück. Ich sehe bei den Stationen in der Stadt Oldenburg immer nur den Bügel, den Parkplatz. Wir reden jetzt über mehr E-Mobilität. Da müsste man doch auch Vorreiter sein mit den Carsharing-Autos. Die müssen doch jetzt möglichst bald, möglichst alle einen E-Motor haben und dann müsste auch eine Tankstelle da stehen. Ne? Wo bleibt das? Das ist die Frage, ob das wirklich so ist. Also wir sind im Gespräch, wie Sie vielleicht der Reaktion von Herrn Göckler entnehmen. Ja, er schmunzelt und, so, ja. Ja, ich würde mal sagen, die Stadt ist da so ein bisschen der treibende Partner. Aha. Und die Betreiber, unter anderem eben insbesondere auch Cambio, sind da ein wenig abwartend, aus gutem Grunde. Da gibt es ganz viele Gründe, das kann Herr Göckler... Die Bürger sollen nicht mehr abwarten, aber die Gewerblichen. Im Prinzip haben Sie recht. Also ich würde das nicht unterschreiben, dass jetzt jedes Kraftfahrzeug einfach ausgewechselt werden soll durch eins mit einem ja nur lokal emissionsfreien Antrieb, weil die ganz viele andere Probleme haben und in Bezug auf die Gesamtökobilanz vielleicht auch nicht unbedingt das sind, wo wir uns in unserer zukünftigen Mobilität hinentwickeln sollten. Aber
gerade in solchen Einsätzen in Fahrzeugflotten sollten wir unbedingt Erfahrungen sammeln in den kommenden Jahren mit Hybridantrieben und auch mit reinen E-Antrieben, um dann überhaupt, sag ich mal, qualifiziert dort auch entscheiden zu können, ob das eine Option ist oder nicht. Und da sind wir sehr dafür, dass wir das jetzt ausprobieren. Und ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Wege, dass also Cameo auch in Oldenburg mit Hybridfahrzeugen zunächst einmal an den Start geben wird. Mit einer erhöhten Förderung auch durch die Stadt, die wir also da angepasst haben, damit wir eben gemeinsam diesen Weg gehen können. Also da gibt es mehrere Punkte. Einmal grundsätzlich, Cambio kann das schon. Das heißt, es gibt andere Städte, und zwar die großen, die halt eben auch mehr Fahrzeuge, mehr Erfahrung, auch ein bisschen eine andere Option in Wirtschaftlichkeit haben. Köln, Hamburg, Aachen, die haben schon lange durch geförderte Projekte E-Mobile. Das heißt, bei uns bucht man da nicht nur die Zeit, sondern man sagt auch, ich brauche 20 oder 50 oder 100 Kilometer. Und dann rechnet die Software das so aus, dass zu dem Zeitpunkt, auch wenn Sie das in 2 Wochen buchen, sicher ein Fahrzeug da zur Verfügung steht, das auch genug Strom für Sie hat. Ja, okay. So, das heißt also, das Mittel, die Medizin gegen Reichweitenangst, die ja immer gegen E-Mobilität gesprochen wird, das ist ja immer das Thema. Fürs Crashing haben wir die entwickelt, die gibt es. Schön. Der andere Punkt zu Hybridfahrzeugen. Bremen hat vor 1,5 Jahren kam in Bremen begonnen, und da hatten wir ein bisschen eine Basis bekommen, wo wir dann uns mit der Stadt unterhalten haben, gesagt haben, okay, auf ein Pilotprojekt lassen wir es auch ein, wenn da tatsächlich auch eben dieses Minus eben nicht nur von uns und unseren Kunden getragen werden muss. Okay. Der andere Punkt, E-Mobilität, da kann man natürlich viel streiten. Ich kann jetzt sozusagen aus der Sicht des Betreibers sagen, warum zieren wir uns? Wir sind natürlich nicht nur die sagen, nee, wollen wir nicht, sondern es gibt Argumente. Ein Fahrzeug, ein E-Mobil, ist im Einkauf etwa doppelt so teuer wie ein Verbrenner. Okay. Vor dem Hintergrund, erstens geben die Hersteller bei E-Mobilen weniger Rabatte als bei Verbrennern. Wenn wir das Cambio-weit irgendwie 1.100 Fahrzeuge haben, dann haben wir natürlich eine andere Größenordnung. Okay. Das heißt, das Auto ist teurer. Zwischendurch muss das Auto geladen werden. Das heißt, es steht nicht 24 Stunden zur Verfügung. Okay. Es gibt immer noch Menschen, und unsere Kunden sind nicht die Vielfahrer, die sagen, nee, E-Mobile wollen wir lieber nicht. Es ist kompliziert, man muss noch stecken und so weiter. Das heißt, wir haben entweder mehr Aufwand in Öffentlichkeitsarbeit und wir kriegen nicht alle Kunden, die das haben wollen. Okay. Aber ergänzen ist das durchaus eine Option. Das heißt, es gibt Städte, wo man sagt, okay, wenn man dann halt eine Station von 5 Fahrzeugen hat, dann sind vielleicht 2 möglicherweise sinnvoll, auch gerade für die Kurzstrecken, die zu nehmen. Aber es ist einfach diese Kostenbilanz. Und dann natürlich sind noch die Elemente von Ladezugang. Müssen wir den auch bezahlen? Woher kriegen wir den Strom? Es gibt Ausfallzeiten. Das sind noch Kleinserienfahrzeuge, selbst bei denen die 4 verkauft werden. Ich merke schon, das ist noch viel. Aber immerhin, Sie sind ja in Bewegung. Genau. Und wir versuchen das auch entsprechend mit offenem Visier zu kommunizieren und sagen, wir haben einfach ein ernsthaftes Problem, und bundesweit gibt es noch keinen Anbieter, der das elektrische Carsharing kostendeckend arbeitet. Ich rede nicht von Profiten, das rede ich in Oldenburg sowieso nicht davon, sondern nur kostendeckend. Okay. Und wenn wir Partner finden, und egal aus welcher Seite, egal ob Bundesförderung, ob Energieanbieter oder Politik oder ein Unternehmen, das es sozusagen aus Imagegründen machen möchte, dann können wir das und würden sofort auch starten. Aber wir haben nicht die Option, bei anderen Kunden zu sagen, so, jetzt machen wir eure Preise für das Normale und nehmen das so. Es gibt noch ein Argument, geht zu weit. Wäre es gut, Gut, dann belasse ich es dabei, damit ich nicht zu tief reingehe. Denn es ist leider so, meine Herren, auch bei U1 sind die Sendezeiten begrenzt. Und ich bin sicher, wir hätten noch eine längere Zeit über das Thema, bei dem ich jetzt ja so einen Schnitt machen muss, weiterreden können und verwandte Themen. Aber das spricht ja für unser Engagement zum Thema Carsharing und damit einhergehende weitere Mobilitätsdinge. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Göckler, Herr Dr. Corrales und Herr Schumann, dafür, dass Sie engagiert hier zum Thema Carsharing und all das, was damit verbunden ist, hier zum Austausch sich eingefunden haben. Schönen Dank. Liebe Zuschauer, das war unser Forum Verkehr zum Thema Carsharing. Sie haben einen ganzen Strauß an Informationen von uns darüber erhalten, ob
und wie Sie Carsharing nutzen, das ist nun Ihre Entscheidung. Eines steht aber fest, Carsharing ist ein wirksamer Beitrag für eine sensibler gewordene Welt, in der man Klimaschutz sehr ernst nimmt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss.